Hollywood zwischen Elbe und Mulde. Die berühmten Filmkritiker Serge Pocken und Piet Rutten präsentieren am kommenden Montag erstmals die neue Filmreihe Trash am Montag im Dessauer Kiezkino. Dass es die Experten, die mit den Stars auf Du und Du und ansonsten in Metropolen zu Hause sind, gerade in die überschaubare Doppelstadt verschlagen hat, ist für beide kein Widerspruch. Was war Cannes vorher, bevor wir dahin kamen? Cannes war auch ein überschaubares Loch. Es hat da nicht mal einen Strand. Das ist richtig. Jetzt sind da natürlich Hochhäuser hochgezogen worden, aber das ist durch unseren Einfluss. Hotels auch, ja. Hotels. Und die Stars. Was haben wir in diesen Hotels? Was haben wir da in den Präsidenten-Suiten? Ja. Im Grunde wollen wir Dessau-Roßlau zum Cannes des neuen Jahrtausends machen. Genau. Fangen klein an und bilden dann sozusagen den Festivalort heraus. Nun soll also auch Dessau-Roßlau vom Glanz der Kinogötter profitieren, fernab von Kommerz, Blockbuster und 3D. Trash heißt wörtlich übersetzt Abfall, als Müll betrachten Pocken und Rutten die von ihnen präsentierten Werke aber ganz und gar nicht. Das ist das Tolle am Trash-Kino, dass der Film nicht fertig ist, sondern dass der Film erst durch ein Publikum fertig gemacht wird. Zu einem Happening wird, wie soll man sagen? Fest. Zu einem Fest. Ein Film muss, der Mensch oder der Kinozuschauer muss wieder lernen, einen Film als ein Fest zu begreifen. Eröffnet wird die Festreihe mit dem deutschen Kettensägen-Massaker vom kürzlich verstorbenen Christoph Schlingensief, einer bitterbösen Satire, die mitten in der Wendezeit entstand und in der eine Westfamilie ahnungslose Ostdeutsche zu Wurst verarbeitet. Im Grunde hat der Film die ganzen Probleme, die es danach gegeben hat, mit der Wende. Ja, er hat sie visioniert. Auf jeden Fall. Und ich glaube, er muss der Erste sein. Das ist das wirklich Große an diesem Film. Und deswegen, abgesehen davon natürlich, dass der Film ein Heidenspaß ist. Und ein Heidenspaß dürfte auch die Filmreihe werden. Nicht zuletzt aufgrund der beiden Kinoexperten, die zugegebenermaßen nicht ganz echt sind. Thorsten Köhler und Jan Kersjes sind Schauspieler am Anhaltischen Theater Dessau, privat aber tatsächlich bekennende Film- und Trash-Fans. Das dynamische Kritikerduo entstand in der vergangenen Spielzeit im Rahmen des Kurzfilmfestivals am Bauhaus. Wir haben da am Nachmittag in so einer weinseligen Stimmung diese beiden Figuren irgendwie erdacht und haben, glaube ich, für uns, also zumindest so sehen wir das, glaube ich, haben wir da ziemlich einen Volltreffer gelandet und fanden es schade, dass das nur an einem Abend stattfindet, ja. Und dass diese Figuren dann sozusagen nach nur 4 Stunden sterben müssen und nie wieder irgendwo auftauchen dürfen. Ja. Deswegen jetzt auch dieses Projekt. Mhm. Am Montag ab 20.30 Uhr werden beide erstmals offiziell im Kiezkino in ihre Rollen schlüpfen. Wie der Abend dann weiter verläuft, wird sich zeigen. Wir wissen es selber nicht. Wir werden uns den Montag über einkitschen, wahrscheinlich auch schon mit einem Gläschen Wein vorab der Show. Ja. Wir werden dann tüchtig weiterpicheln, während wir hier auf die Leute eindringen sozusagen. Und alles ist möglich. Es ist kein Mitmachtheater, ich glaube, das ist es nicht. Letztendlich geht es um Entertainment. Es geht darum, dass die Leute hier ihren Spaß haben. Mit uns, mit dem Film. Gute Unterhaltung jedenfalls sollte am Montagabend sicher sein, denn eines verbindet die von schmierigen Filmkritikern der 70er Jahre inspirierten Pocken und Rütten mit den von ihnen präsentierten Werken, nämlich das Potenzial, einen ähnlich großen Kultstatus zu entwickeln.